In Zeiten von größter Not ziehen Gryffindor-Schüler das Schwert von Godric Gryffindor aus dem Sortierhut. Aber was ziehen eigentlich die anderen Häuser aus dem Sortierhut? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, ihre Gründer und natürlich den Sortierhut. Wie wir alle wissen, wurde die Hogwarts-Schule gegründet, als vier Hexen und Zauberer im 10. Jahrhundert erkannten, dass sie das gleiche Verlangen verspürten, die beste Zaubererschule der Welt zu eröffnen. Ihre Namen waren Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff und Rowena Ravenclaw. Nachdem diese vier mächtigen Hexen und Zauberer die Schule gegründet hatten, beschlossen sie, eine Art System zur Aufteilung der Schüler zu schaffen. So wurde das Haussystem geboren. Die Gründer waren sich zwar einig, dass sie eine Schule gemeinsam aufbauen wollten, aber sie waren auch weise genug, um zu erkennen, dass sie sehr unterschiedliche Menschen waren und sehr unterschiedliche Dinge schätzten. Das bedeutete, dass die Trennung ihrer Lehrideologien von größter Bedeutung war. Die Gryffindor-Schüler verkörperten Tapferkeit und Ritterlichkeit, die Ravenclaw-Schüler Intelligenz und Witz, die Hufflepuff-Schüler Loyalität und Fairness und die Slytherin-Schüler die Werte der Verschlagenheit und Gerissenheit. Nachdem diese Häuser eingerichtet worden waren, fungierten die Gründer von Hogwarts viele Jahre lang als Vorseher dieser Häuser und teilten die Schüler manuell in ihre Häuser ein. Als ihnen jedoch klar wurde, dass sie nicht ewig da sein würden, mussten sie sich etwas einfallen lassen, wie sie die Schüler dann auch noch sortieren konnten, wenn sie nicht mehr da waren. Und so wurde der Sortierhut geboren. Godric Gryffindor zog seinen ganz normalen Hut vom Kopf und machte den anderen Gründern den Vorschlag, den Hut mit ihrer gemeinsamen Magie zu verzaubern und in ein fühlendes Wesen zu verwandeln. Den Gründern war es wichtig, dass die Häuser, die sie gründeten, weiterhin den Überzeugungen folgten, auf denen sie basierten. In Gryffindor wurden die Tapfersten weit mehr geschätzt als alle anderen. Für Ravenclaw waren die Klügsten immer die Besten. Bei Hufflepuff waren die Fleißigsten am würdigsten für die Aufnahme. Und der machthungrige Slytherin mochte die mit großem Ehrgeiz. Nachdem der Hut auf deinen Kopf gesetzt wurde, analysiert er deinen Geist und ordnet dich einem Haus zu, je nachdem, wie sehr du einem der vier Gründer ähnelst. Wenn der Hut große Tapferkeit wahrnimmt, ist Gryffindor die wahrscheinliche Wahl. Wenn der Hut große Intelligenz wahrnimmt, ist Ravenclaw die wahrscheinliche Wahl. Wenn der Hut spürt, dass jemand ein harter Arbeiter ist und loyal ist, ist Hufflepuff die wahrscheinliche Wahl. Und schließlich, wenn der Hut spürt, dass jemand machthungrig ist, dann ist Slytherin die wahrscheinliche Wahl. Es gibt aber natürlich auch noch andere Faktoren, die bei der Bestimmung des Hauses eines Schülers eine Rolle spielen. Der Hut machte die Dinge für die vier Gründer sehr viel einfacher und er hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können, da sie gerade anfingen, sich zu zerstreiten. Das 10. Jahrhundert war eine sehr harte Zeit für Hexen und Zauberer, denn sie wurden von Muggeln in Form von Hexenjagden und so weiter auf Schritt und Tritt verfolgt. Und so verkündete Salazar Slytherin, der Muggel für das, was sie seiner Art angetan hatten, vehement hasste, dass er niemals muggelstämmige Schüler an seiner Schule aufnehmen würde. Die anderen Gründer teilten diese Überzeugung nicht und dann kam es zu einem Wendepunkt. Schließlich beschloss Gryffindor zusammen mit den anderen Gründungsmitgliedern von Hogwarts, dass es genug war und Slytherin musste die Schule verlassen. Was ich jedoch noch hervorheben möchte, ist, dass der Sortierhut mehr als nur einen Zweck hatte. Er diente nicht nur dazu, die Schüler zu sortieren, sondern hatte noch eine weitere Funktion. Godric Gryffindor hat nämlich einen weiteren geheimen Zauber auf den Hut gelegt, der mit seinem Schwert zu tun hat. Irgendwann kurz vor oder während seiner Zeit in Hogwarts hatte Godric Gryffindor die Anfertigung eines Silberschwerts in Auftrag gegeben. In späteren Jahren wurde es einfach als das Schwert von Godric Gryffindor bekannt, aber zu dieser Zeit kannten die Kobolde, die die Klinge angefertigt hatten, das Schwert als Ragnuks Schwert. Schließlich hatte Ragnuk, einer der größten Silberschmiede des Zeitalters unter den Kobolden, das Gerücht verbreitet, das Schwert gehöre ihm, und Gryffindor habe es gestohlen. Die Kobolde waren über die Nachricht so verärgert, dass eine Gruppe leicht zu manipulierender Kobolde versuchte, Godric bewusstlos zu schlagen und ihm das Schwert abzunehmen. Gryffindor zückte daraufhin seinen Zauberstab und belegte die unterlegenen Kobolde mit einem Zauber, der sie mit einer Drohung zurück zu Ragnuk schickte.
Sollte der Kobold jemals wieder versuchen, das Schwert zu stehlen, würde Godric Gryffindor seine Klinge durch sie alle hindurchschleifen und sie leblos auf dem staubbedeckten Boden der Gießerei zurücklassen. Als Gryffindor sich den anderen drei Gründern anschloss, um den sprechenden Hut zu verzaubern, fügte er auch noch ein zusätzliches Stück Magie hinzu. Wann immer ein echter Gryffindor Hilfe brauchen sollte, konnte er seine Hand in den Hut stecken, um Ragnucks Schwert herauszuziehen. Im Mai 1993 sehen wir, wie Harry Potter in den sprechenden Hut greift und das Schwert herauszieht, als sein und Ginny Weasleys Leben durch Salazar Slytherins Basilisken in Gefahr sind. Bevor er die Schule für immer verließ, wollte Salazar Slytherin einen bleibenden Eindruck hinterlassen und so baute er eine geheime Kammer in der Schule, die einen riesigen Basilisken enthielt, der die Schule von allen Nicht-Reinblütern befreien sollte. Wir wissen, dass Harry schließlich das Schwert benutzt, um den Basilisken zu töten. Daraus können wir schließen, dass Godric Gryffindor von der Kammer wusste und seinen zukünftigen Schülern eine Art Verteidigung an die Hand geben wollte. Es kann aber auch sein, dass Godric Gryffindor die mächtige Waffe einfach zum allgemeinen Gebrauch dort deponiert hat. Schließlich war er ein kampfbesessener Zauberer aus dunklen Zeiten. Was auch immer der Grund war, Gryffindor hatte die besten Absichten. Er hoffte, künftigen Generationen von Schülern aus seinem Haus zu helfen. Aber meine Frage ist, was ist mit den anderen Häusern? Was würde passieren, wenn ein wahrer und würdiger Hufflepuff, Ravenclaw oder auch Slytherin in ihrer Zeit der Not zum sprechenden Hut greifen würden? Würde etwas erscheinen? Ich habe da ein paar Theorien. Alle haben doch den Hut verzaubert, oder nicht? Also zunächst einmal möchte ich darauf eingehen, warum ich es für sehr plausibel halte, dass die anderen Gründer ebenfalls einen versteckten Gegenstand aufbewahrt haben, der erst durch den Hut zum Vorschein kam. Ja, der Hut gehörte Godric Gryffindor, aber das bedeutet ja nicht, dass die anderen Gründer vom Hut ausgeschlossen waren. Wenn er das Schwert tatsächlich dort aufbewahrt hat, um seine zukünftigen Schüler vor Salazar Slytherins Basilisken zu schützen und er sich den Basilisken durchaus bewusst war, warum sollte Godric Gryffindor, der ein guter und mutiger Mann war, die Hufflepuff- und Ravenclaw-Schüler schutzlos zurücklassen? Warum sollte er Helga Hufflepuff und Rowena Ravenclaw nicht erlauben, ähnliche Artefakte im Hut aufzubewahren? Wenn wir dieser Logik folgen, dann würde das natürlich bedeuten, dass die Slytherin-Schüler die einzigen wären, die nichts aus dem Hut ziehen dürften, da der Hauptzweck der Aufbewahrung dieser Gegenstände im Hut der Kampf gegen Salazar Slytherin war. Also, was würden Helga und Rowena aus dem Hut ziehen? Wenn wir uns die Bedeutung von Godric Gryffindors Schwert ansehen, wissen wir aus dem Kanon, dass es ein Besitz von besonderer Bedeutung für ihn war. Es macht durchaus Sinn, dass Godric Gryffindor, ein Kämpfer, dort ein Schwert aufbewahrt, das den Basilisken abwehren kann. Ein Gegenstand, mit dem man sich verteidigen kann. Wenn du ein Harry Potter Fan bist, dann weißt du sicherlich, dass die beiden wichtigsten Gegenstände, die mit diesen Hexen in Verbindung gebracht werden, der Pokal von Helga Hufflepuff und das Diadem von Rowena Ravenclaw sind. Jedoch können dies aus mehreren Gründen nicht die Gegenstände gewesen sein, die aus dem Hut gezogen wurden. Erstens wurden beide Gegenstände in Horcruxe verwandelt und ihr früherer Verbleib war bekannt. Zweitens wären diese Gegenstände in einem Kampfszenario überhaupt nicht zu gebrauchen gewesen. Also was genau haben sie zurückgelassen in dem Hut? Ich habe den Eindruck, dass beide Hexen ihre Zauberstäbe in dem Hut gelassen haben. Wenn wir uns an den Kanon halten, wissen wir nicht viel über die Details der Zauberstäbe dieser Hexen, woraus sie bestanden oder wo sie sich befanden. Aber was wir wissen ist, dass es sich um wahrscheinlich sehr mächtige Instrumente handelt. Damit ein Gryffindor-Schüler das Schwert von Gryffindor aus dem Hut ziehen kann, muss er ein echter, würdiger Gryffindor sein. Vom Wissen über Zauberstäbe wissen wir auch, dass ein Zauberstab, der quasi ein empfindungsfähiger Gegenstand ist, wenn er jemand für würdig erachtet, seine Zugehörigkeit ändert und für ihn arbeitet. Damit der Zauberstab überhaupt in deinen Besitz gelangen kann, muss er also seine Würdigkeit unter Beweis stellen. Und dann kommt er auch aus dem Hut raus. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.